Hallo Freunde der Klanggefechte, neuer Abend, neues Glück und zum Glück hat sich ein anderer Dummer finden lassen, deswegen muss ich das nicht machen. Viel Spaß, diesmal Session 8, bisschen länger. Nein, das ist unnütz, weil du musst rausfahren und sie rausziehen und von Weitem beschießen können. Das ist der einzige Sinn da hinten, Burg. Wie die Sau. Irgendwie nicht mehr so das war, wie was geplant war von Wargaming, ne? Tja, spricht das mit Wargaming ab? Was Wargaming plant und tut, sind sowieso zwei vollkommen verschiedene Dinge. Teilweise Das habe ich sowieso, aber ja. so die Befürchtung, dass die überhaupt keine Ahnung haben, was da, wie das Spiel funktioniert. Sonst würden sie manche Dinge nicht machen. Nee. Vielleicht hat Selber? es Dasha Perova Nee. vorgeschlagen. Die hat sicher drauf, hallo. Die kann vorschlagen, was sie will, das ist alles gut. Wir machen genau das gleiche, nur umgedreht. Kann das sein, dass die Caps jetzt näher beieinander sind? Ja. Doch schon, ne? Aber vorher eine Insellücke drüber und AB eine Insellücke tiefer. Stimmt, ne? Nee. Doch. Nein. Nein, die waren das schon mal so, immer. Oder? Im Klagefecht war das Nein! nicht schlimmer. Nein! Doch. Doch. Guck dir ja mal Sicher? ein altes Video von der Vielleicht! letzten Saison an. Ich glaube, die waren wirklich weit auseinander. Nein. Dann ist Nein. das. Was machen wir denn Schönes? Das gleiche wie eben, nur genau umgedreht. Also CB. So rückwärts fahren. Genau, wir fahren alle in C rein. Nein, wir machen A, B, genau das gleiche. Ich überlege gerade noch, wie wir das sonst mit dem Push Richtung B wieder besser hinbekommen. Es ist halt bei dieser Taktik ist der Vorteil, wenn der Gegner sich auf C erstmal konzentriert. Dass wir halt bei B maximal ein oder zwei Gegner haben, dass wir die halt schnellstmöglich rausfokussen. Ja, die haben Dann haben wir zwei da DDs, nicht Ruhe. das sollten wir bedenken jetzt, ne? Genau, richtig. Das ist schon der erste Punkt. Und ja, wir müssen halt warten, wo die sich gleich hin verteilen. Die halt ein bisschen Input haben. Die Gehring ist grottenschlecht von denen. Wie sieht das mit den anderen aus, so im Schnitt? Sag ich nicht. Das sag ich nicht. Die sind dann wohl genau das Gegenteil, oder? Nö. Also Durchschnittsspieler einfach nur. Ja. Okay. Schlechter als Durchschnitt. Mach mir schon mal Mut. Irgendwie glaube ich die ganze Sache jetzt gerade nicht. Ey, können diese Augen lügen? Gut, dass wir deine Augen nicht sehen müssen. Was siehst du? Unschuldsvermutung, ja? Doch nicht in Deutschland. Moskau ist auch direkt der Weg schon mal Richtung A gleich. Ich weiß, ihr wollt nicht aufgehen. Ja, zumindest so, dass ich reinfahren kann und angewinkelt bin. Ja, okay. Ist doch gut. Was sagt RPF? Vielleicht bei mir noch so grob Richtung deren Spawn. Zwischen deren Spawnpunkt und B. Ungefähr so da bei mir auch. Ja. Ich starte wieder Hydro. Check. Gut, da ist die Maske auf die eine Maske Moskau. schon drin. Ups. Dann wundert es mich natürlich, dass C noch nicht gecapt wird, wenn die Moskau da schon positioniert ist. Ja, die wird vielleicht bloß covern. André, drehst du gleich schon rüber oder willst du hinter der Insel lang? Gut, Baller ist auch, das heißt, da ist was. Hey, ich, der oberen Kante des Quadranten. Bleib sonst immer hier in A stehen, deswegen nicht so weit rumgefahren, damit ich die Kurve leicht kriege. Ja, das war ja auch mein Plan, nur jetzt wollte ich so langsam schon drehen. Der Baller hat nicht gesagt, wer in A stehen bleiben soll. Soll die Gehring nicht vielleicht wieder versuchen, C zu nehmen? Also nee, B wird schnell gecapt. Aktuell ich glaube, nicht, da sind beide DDs drin. Da ist die Monty. Ja. Ich bin offen. Das ich. Die Hindenburg, Entschuldigung. First ganz weit vorne, okay. Wer bleibt denn jetzt in A Oh, eigentlich? Hier kommen Torps. Die Des Moines bleiben in A. Die Des Moines bleiben in A. Aber dann fehlt uns ja die Firepower. Dann bleibt. 1 und 1. Geh raus raus. Oder Gabi raus aus. Smasher fährt weiter. Ja. Und Prime fährt weiter. Dubby und Gunny bleiben in A. Balla balla. Normal reicht ein Schiff in A, weil die fahren auch unten rum. Gunny ist jetzt auch offen. Vorsicht, kommen nochmal Torpedos. Ja, Baller Hydro läuft. Ich darf nicht zu viel sagen, weil ich sage ja nicht an, deswegen. Ja. Oh, aber normal reicht immer hier ein Schiff. Ah.
für eine Wand. Was soll die Gearing machen? Die Gearing in der Mitte wäre geil. Gar nichts in das Radar. Da ist die Shima. Ja. Die Gearing ist auf jeden Fall drinne. Ja. Du kannst probieren, die zu bekommen. Oder einfach nein, okay. Einfach haben wir. Ja, was macht ihr denn, Leute? Fahrt ihr wieder zurück? Prime Smasher weiterfahren. Wir kriegen hier richtig hart auf den Sack, weil kein System dabei ist. Da ist noch so eine listige Hindenburg, kann es sein. Ja, das, genau. Nur das Moin, das gefällt. Wir drücken da gemeinsam alle drumrum. Alle, okay. So, soll ich noch immer noch einen großen Bogen fahren oder ein bisschen dichter dran bleiben? Besser als offen. Titus ist offen. Sind nur Hydro und Radar. Sag, wir kriegen richtig hartes Breitseitenfeuer. So, dass du ja. Immer nochmal weg ausweichen kannst, aber versuche ich ein bisschen weiter außen zu fahren, dass wir das ein bisschen in die Breite ziehen. Leute, ihr müsst aufpassen, ihr kriegt jetzt hartes Breitseitenfeuer, wenn die Reichweite genau. haben. Ihr müsst möglichst hier fix hinter die Insel kommen und dann einfach ins Cap rein und Fokus auf den Smasher. Wechselt euch mit Radar ab, falls ihr die Shima im Radarreichweite habt. Hydro läuft von Gun. Scheiße an, nehme ich mit. Shima vorne. Lass uns die Monty rausfokussen und nicht dauernd wechseln. Genau, alles Fokus auf die Monty. Selbst wenn die Shima aufgeht, wir müssen was rausholen. Ah, Dabi, du hast sie ganz leicht falsch positioniert. Kannst du zugehen, Dabi? Ja, nächsten Topsturm. Ich denke, ich werde es versuchen. Titus, kannst du Dabi erstmal smoken in A? Nein. Ich bin zu. Also im Moment nicht, Bossenbots. Du meinst direkt an die. Ne, jetzt bin ich wieder auf die. Ja. Ich muss irgendwann mal um die Insel rum, dann kann ich dir mit der Hindenburg helfen. Die Demoin vor uns. Ihr kriegt die Demontana rausgefokust vorne. Und dann bleibt an der Insel stehen, sodass ihr aus C nicht beschossen werden könnt. Ich bin gleich in der Lücke und bespaßt die in C von C. Montana gibt Gas. Die will hinter die Insel, um das zu überleben. Hindenburg hat Hydro gezündet. Also Dabi muss noch 1 Minute und 20 durchhalten. Gut, wir haben die Caps. Positioniert euch so an den Inseln, dass ihr Richtung C von C erstmal nicht beschossen werden könnt. Wäre schön, wenn die Montana rauskommt. Ich drücke jetzt so rum, dass ich die Des Moines mit bespaße gleich. Hat jemand unten in B Hydro an? Frage. Ja, ich aber 3 Sekunden ist aus. Dann Prime meldet sich an für nächste Hydro. Wenn die Die Hindenburg läuft noch mit Hydro. Ja, es war zu spät. Ja. Ja, wenn die Demo. Ich mach. Kann jemand die Demoin beschießen? Kann ich, macht Radar. Ja, kann ich. Top, André. Radar an. Radar ist an. Dann sehen wir auch, wo die nächsten Tor. Oh Gott, ja, das. Dabi beschießt oben sonst die Hindenburg, ne? Ja, die schießt. Gut, gut, gut. Das Smoken bringt nichts bei Dabi, weil die Hindenburg nah dran ist. Ja, aber. Ich sag's nur. Ich werde versuchen, können mich nur anzünden, das ist sie ein bisschen zu flankieren und dann zu torpedieren, wenn es geht. Ja. Brauch aber noch 40 Sekunden. Montana kommt gleich wieder rum. Autsch. Noch mehr Torpedos, oh shit. Ah, er dreht hoch. Sehr gut. Sehr schön. Wollt gerade top. Gut. Sucht euch Inseln, dass ihr Schutz habt. Ich komme jetzt zurück. Wie bin ich denn jetzt gerade drauf gegangen? Ganz im Ernst? 5 Fuß Spread, kein Torpedo. Ja, jetzt bin ich zu, ist okay. Okay. Aber danke. Und die Shima ist von hinten. Oh, Smasher bleibt wieder offen, aber es kann eigentlich nichts auf mich wirken. Ja. Dann ist die Montana, Fokus auf die Montana. What the fuck? Nee, kein Scheiß jetzt. Das muss ich mir im Replay nochmal ansehen.
Ich bin gleich raus, dauert nicht mehr lange. Ja, dreh weg, dreh weg, dreh komplett. Ja. Ich hab von allen Seiten, egal wo ich mich hindrehe, ich hab drei Seiten. Alles gut. Gut, Montana ist raus. Montana hab ich noch rausge. Gani, jag du mal bitte eben einmal die Shima. Ich probier's, aber ich hab keine Ahnung, wo sie ist. Hat irgendwer RPF noch am Laufen? Ja, zeigt aber zu den. Zeigt zu dem Moin. Zeigt das Moin dahin. Achtung, stopp, stopp. Die ist außen. Die muss dann irgendwo hier sein. Ich vermute, sie ist wieder runtergefahren. Smash, nicht zu weit vorfahren. Ja. Zeigst da, glaube ich, ziemlich Breitseite. Okay, die Gearing auf jeden Fall ist unten. Okay, jetzt von der Drecks Moskva. Ich drehe wieder hoch. Oh, genau. Scheiße. Da wir und Titus, ihr bespaßt die diese Des Moines. Ja. Okay. What the fuck, hier an die Insel ran. Genau, an die Insel ran, dass du damit hinschießen kannst. Da schieße ich jetzt auch hin. Zu weit vorgerutscht. Wieder Torps. Ja. Ich smoke dich jetzt, Davi. Schieb auf. Kann ich drauf wirken? Ja, sorry. Ich kann nur meine Secondary drauf halten. Fahr einfach weiter zurück. Oh, ich kriege ja von der Moskva, die lässt sich bei mir aus. Ja, mach bei uns zu Moskva. Wenn die Des Moines unten rumkommt, dann kann ich dir mit der helfen. Die Des Moines kommt jetzt rum. Ja. Die hinteren Türme sind dafür bereit. Ja, fahr schneller, du Scheißschiff. Ja, nee, fahr Vollgas auf die Insel vor dir, direkt. Aber mit Vollgas, sonst kriegst du es noch vor der Des Moines hinten, 15 Kilometer. Einladen und dann schießen. Jo, ist schön. Komm nicht über die Insel drüber jetzt. Oh. Aber nicht drumherum fahren. Wenn du sie nicht beschießen kannst, kannst du dich auch nicht beschießen. Was jetzt? Die Gearing ist aufgegangen. Ja, ich habe Radar gezündet, weil der Smoke war nicht so günstig. Ich bin er müsste jetzt gar nicht helfen, weil mit der Wasted, die will rammen. Zugang. Die muss raus. Okay. Auch mit Haie draufgegangen, genau. Die muss auch in die Augen laufen. Was? Also ich fahr auch wieder raus. Ich mach null Schaden. Warte. Meine Sängerin ist nur drauf. Die haben wir gleich raus. Ah, ja, kannst du. Der ist gut. Scheiße. Alles okay, alles okay. Wenn ich nach rechts rauf, nach vorne, vorne Gas und nach rechts rausdrehen. Ja, ja, ich bin dabei, ich will jetzt auf die Shima. Nein, auf die Des Moines. Azotok auf 13,7 Kilometer, dazu erst fokussen, bitteschön. Nicht die Shima jagen. Und Hydro anmachen. Das läuft noch, 40 Sekunden. Nee, 10 Sekunden. Weil punktemäßig sind wir vorne. Er schafft das. Ihr müsst auch nicht pushen, die müssen zu euch kommen. Baller, komm, fahr nicht so weit. Achtung, Torpedoskurfürst! Ah, die sind vorbeigegangen. Entschuldigung, da war die von der Gearing. Ich hab gedacht, die kommt von hinten. Titus kann trotzdem nördlich rumfahren, gegebenenfalls in C reinfahren. Ja. Pass auf, ich hab noch da Torpedos auf die Des Moines geschossen, nicht dass du in die reinfährst. Nee, doch nicht. Ja, sobald die Des Moines offen ist, wäre es besser, wenn er nach F7 fährt, damit einfach die Moskva aufgeht. Er muss gar nichts riskieren. Nur die Moskva aufmachen. Geht auf 12, schieß mich dort auf und die kann ihn nicht aufmachen. Falls sie offen ist, umdrehen. Und sie offen halten. Okay. Immer nochmal auf mich getorbt. Noch 50 Punkte. Das sieht gut aus eigentlich. Oh, ich bin auf dem Gearing hier. Euer Gearing, helft dir. Schön gedodged, Baller. Oh, die Lücke gefunden. Ja. Ich fahr jetzt hinter dich, Baller, und versuche die Shima vom Hals zu halten. Gani, bist du offen? Nein. Du musst mit auf die Gearing schießen. Sonst hätte ich gerade zu wenig HP. Mein Turm drehen. Gani ist offen. Hart rechts, Gani, hart rechts. Rechts? Hart rechts! Mach's einfach, weil die schießt mir in die Seite. Oh, ja, Gott. Ich wollte nach links. Es sind nur noch 9 Punkte, weißt du? Es ist scheißegal. Du kannst einfach abbremsen und gut sein lassen. 3, 6 Scheiße, Punkte. Sie haben beide Caps gekauft, drinnen. Ja, Shishima ist drinne. Okay, ist bitter. Dann müssen. Ich ramm die, raus, ramm die Moskva raus, genau. Das ist das Einfachste. Ja, das wäre gut, denke ich.
Ich habe auch noch einen hier. Du oder Kurfürst. Oder Kurfürst, du kannst auch gleich drauf schießen. Genau. Besser wäre sogar zerstören, ansonsten kriegen wir wieder 20 Punkte. Aber die kommen nicht her. Lass die Gearing wieder offen. Ah, brems ab! Ja. Demoin, gar nicht brems ab. Jetzt will sie rammen. Ja, jetzt kommen sie nicht mehr davon. Ne. Doch, vielleicht macht der Kurve sich. Oh, nice, ja, Sieg, gut gemacht. Aber ihr dürft nicht zu hektisch werden, wenn es da immer. Wer war denn jetzt hektisch? Ja, weil ihr so viel Scheiße gefahren seid. Oh, stürmt nach vorne, macht das. Nein, ich dreh mich da rein, Breitseite rein. Ja, einfach chillen. Warum stürmen, wenn wir zwei Punkte haben? Ja, rechts abdrehen wäre ja gut. Ich wäre links abgedreht und hätte es einfach rausgezerrt. Ich drehe gleich ab hier. Ja, aber dann wäre sie in der falschen Richtung gewesen und sie hätte gekappt, zum Beispiel. Die hätte es auch nicht gekappt gekriegt, die hätte die ganze Zeit voll gekriegt. Da muss okay. Ich bin ja rechts eingedreht, wie der Herr das macht.